Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks und zwar mit einem Replay von Morpheus der Stahlkäfer, glaube ich, heißt er. Den habe ich auch schon öfters mal hier auf meinem Kanal gezeigt. Ja, er schickt fleißig ein und zwar mit dem Type 61 oder Typ 61, je nachdem, wie man ihn aussprechen will. Und er schreibt schon göttliches Matchmaking an seinen Zugpartner, der hier mit dem T-54 dabei ist und er hat natürlich recht, als Top-Tier hier mit 9er, im 8er und 7er Gefecht zu sein. Ja, da gibt es natürlich ganz klar Schlechteres. So, wir schauen mal, was er macht. Hier jetzt die Geräuschkulisse etwas höher, weil überall Panzer um einen rum sind. Ganz cool eigentlich mal. Der wird Richtung Mitte wohl fahren, so wie es aussieht. Da ist auch noch einiges am Start. Sein T-54-Kompagnon geht hier praktisch die Einsatzfeierlinie, wird vielleicht dann da über die Mitte hochstoßen. Mal gucken, wie sie das machen. Muss natürlich da schnell sein, weil der Gegner hat schon 1, 2, 3, 4, 5 TDs. Das war jetzt ist natürlich noch mehr sogar. 6 sogar. So, jetzt ist er offen. Muss er aufpassen. Aber Arti haben sie keine, das ist schon mal halb so wild. Der T-54 musste schon einen Hit ertragen. Und scheinbar will Morpheus da jetzt den Berg erklimmen. Das ist mutig. Schauen wir mal, ob er es wirklich macht oder ob er das doch sein lässt. Ist hier jetzt offen. Ja. Ich hätte fast gedacht, dass er da jetzt nicht stupide hochdrückt. Sein T-54-Kollege ist da hinten jetzt ganz alleine. Also der muss da aufpassen. So, jetzt fahrt Morpheus mal ein bisschen höher. Hat hier die Su 122-54 im Auto-Aim. Auch die sind... Oh, da muss er aufpassen. Schön schneller Reload hat der Type, das muss man ganz klar sagen. Aber der Alpha ist dafür für 9er eigentlich gar nicht wirklich hoch. Also DPM ist gut. Aber wie gesagt, man muss natürlich auch erstmal die Schüsse rausbekommen, weil so eben mal schnell rausklippen ist nicht. So ist schön, zack. Und hat hier einen Abpraller bekommen. Nochmal einen. Ich gehe nochmal ganz kurz auf den Durchschlag ein. 218 mit Normal und 275 mit Premium. Spielt es hier sehr clever. Bisher kam er ihn noch keine große Sache mal ankreiden, die er nicht gut macht. Dass der die Su geblockt hat, okay. Oh, sehr schön. Einfach mal so zack mit dem Hintern ein bisschen zurück und dann eingeben und gleich nochmal, weil es so schön ist. So, jetzt hat er auch geschossen, dürft nochmal einen geben. Und zack. Jetzt hat er nochmal geschossen. Das heißt, er gibt ihm jetzt den finalen Killshot und ja, weg ist er. So, jetzt kommt die Su hoch. Da muss er aufpassen, aber die, so schnell wie sie oben ist, ist sie auch wieder unten. Überlegt sich gleich dreimal, ob ich sie da wirklich hochfahren soll. So, da drüben kommt jetzt der T20. So, da kann er den ersten setzen und nochmal einen, weil das ist das... Das hat er in die Kette gezogen, sehr, sehr gut. Ah, schade, das hat er noch repariert. Aber, ja, wenn er zurück oder nach vorne will, hat er bei beiden keine Chance. Da ist jetzt auch einmal die Su aufgetaucht. Er hat eine sehr schöne Übersicht hier und Priorisierung. Natürlich ist die Su jetzt deutlich wichtiger als der T20. Sein T54-Kollege ist leider raus. Da hat die Su zugestoßen. Da ist er wieder offen. Aber ihr seht, der hat hier mit seiner Position ein sehr schönes Play. Sehr gute Übersicht. Macht es hier sehr, sehr clever. Muss man ihm wirklich ganz hoch anrechnen. So, jetzt rusht er den STA. Zack. SDR hat hier nicht viel, was er gegen halten kann. Zack, nochmal ein. Und er dürfte sogar noch schneller schießen. Von dem her dürfte er jetzt weg sein. Ja, ist er weg. Hat er wahnsinnig gut gemacht. So, ein bisschen Gegner sind noch offen. Oder da drüben zumindest vorhanden. Auf dem Bulldog, der oben steht. Okay, der ist nervig. Aber gerade da drüben steht doch noch einiges. Da ist der Bulldog. Da kommt aber nicht drauf.
So. Er fährt jetzt hier durch, will jetzt natürlich Richtung Tiger, Tiger P und den ganzen Jagdtiger. Rheinmetall muss da auch noch stehen, also ein bisschen was will er sich noch an Schaden einverleiben. Hat gerade kurz auf HE gewechselt, aber wechselt jetzt doch wieder auf Normal. So, da bekommt er jetzt nichts auf, leider. Kann jetzt hier gerade auf nichts schießen. Da hinten werden die Tigers vermutet von ihm und da waren sie auch zuletzt gespottet. Stimmt, ah, da ist er doch schon. So, zack. Oh, schade, schade. Hat der Tiger, aber er fährt weiter. Ja. Genau, Blind dürfte eigentlich auch noch getroffen haben. Wie gesagt, Arti muss er jetzt hier keine fürchten oder angucken, aber eben noch die anderen Verbliebenen. Er wartet hier ganz entspannt ab. Der Tiger kommt auch wieder zurück. So, und noch ein. Ganz easy. So, jetzt nimmt er den Tiger 1 nochmal eben mit. 4500 Schaden. Man hat auch zu keinem Zeitpunkt irgendwo vermutet, dass sein Spiel hier doch irgendjemand sich in irgendeiner Form ablenken lässt. Das hat er ganz entspannt gemacht. So, der ist jetzt offen. Da ist der die beiden Jagdtiger. So, der erste ist weg. Und der andere steht noch hinterm Stein. Der einzige, der noch fehlt, ist der Rheinmetall. Der war noch nicht mal offen. Da ist er gespottet. So, schade, prallt hier ab. Oder der trifft gar nicht erst richtig. So, jetzt macht er den Jagdtiger weg und da ist der Rheinmetall. Da hat er auch HE geladen. Rheinmetall natürlich, 500er Kelle. Aber aktuell 5200 Schaden angezeigt. Ich würde mal sagen, den auf den Tiger hätte er auch noch drin gehabt. Und man muss mal dazu sagen, jeder Schuss, der getroffen hat in dem Spiel, hat auch durchschlagen. Klar, es ist natürlich das Matchmaking. So, Rheinmetall hat jetzt mit HE geschossen. So, und jetzt hat er hier noch einen Treffer landen können und wurde ihm dann vom Objekt gekillt. Ein ganz unaufgeregtes 4-Kills-Match mit am Ende sogar 6028 Schaden, weil der eine Blind getroffen hat. Von dem her, mir hat es gut gefallen. Der Type zeigt da auch mit niedrigem Alpha, was er kann. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch einen Kommentar, ein Like oder natürlich auch ein Abo da. Bis bald, euer Alcaramba.